Die ISO 26000, schon mal gehört? Die internationale Organisation für Normierung versucht mit dieser ISO 26000 einen internationalen Standard für Unternehmen zu erarbeiten. Aber wofür ist das gut? Es geht darum, Firmen, Vereinen und anderen Akteuren hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung einen Leitfaden an die Hand zu geben, eine Art Verhaltenskodex. Verschiedene Prinzipien halten fest, wie diese Verantwortung in einem Unternehmen aussehen kann. Rechenschaft, ethisches Verhalten, Transparenz, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, internationale Verhaltensstandards und Anspruchsgruppen. Also die Stakeholder, diejenigen, die im Unternehmen arbeiten oder direkt vom Unternehmen beeinflusst werden. Klingt gut, jedoch sind die Regelungen der ISO 26000 nicht rechtsverbindlich, also nicht einklagbar. Das heißt, das Unternehmen kann sich daran halten oder halt eben nicht. Und hinzu kommt, dass das auch nicht zertifizierbare Normen sind. Außerdem überprüft niemand, ob die dann auch eingehalten werden. Ein moralisch fragwürdiger Unternehmer könnte jetzt einfach sagen, dass er die ISO 26000 berücksichtigt, aber eigentlich macht er genau das Gegenteil. Also nur ein Deckmantel, eine Feigenblattnorm? Nein, der erste Schritt in die richtige Richtung. Trotzdem gibt es noch viel zu tun.